fast 20 Teilnehmer haben. Mein Name ist Konstantin. Ich bin für Chainstep Teil des Hanseblock-Konsortiums, Teil des Hanseblock-Teams. Und ich möchte Ihnen jetzt einmal zu Beginn die Agenda für die nächsten 1,5 Stunden vorstellen. Wir würden gerne starten mit einem Roundtable der Teilnehmer. Uns interessiert natürlich, warum Sie hier sind. Ja, Sie haben auf der Konferenz einen Einblick bekommen in Hanseblock und haben sich jetzt hier angemeldet für den Deep Dive. Da interessiert uns natürlich insbesondere, was ist Ihr Interesse, was ist vielleicht auch Ihre Herausforderung im Thema Blockchain. Trotzdem würde ich Sie bitten, das möglichst kompakt zu halten. Wir werden das auch, die wichtigsten Punkte werden wir auch notieren, dass wir dann am Schluss auch nochmal die Gelegenheit haben, darauf zurückzukommen. Dann haben wir nochmal eine Präsentation, einen tieferen Einblick in die Technologie hinter Hanseblock, ein bisschen länger und ein bisschen tiefer, als wir es bei der Konferenz hatten. Dann haben wir natürlich direkt die Möglichkeit, dass Sie Fragen stellen zur Präsentation. Und dann würde uns am Schluss natürlich nochmal ganz besonders freuen, wenn wir auch Feedback von Ihrer Seite zu Hanseblock bekommen. Was war für Ihre Herausforderungen interessant? Gibt es Anregungen, Vorschläge? Möchten Sie vielleicht bei Hanseblock 2.0 mitmachen? Das würde uns dann zum Abschluss nochmal interessieren. Und um die Vorstellungsrunde jetzt mal so zu gestalten, dass wir auch aufnehmen können, was Sie sagen, wächst Screen zu Mikro. Und dann wird mein Kollege hier, wenn Sie uns ein paar Stichworte geben, das Ganze versuchen mitzunehmen. Ich hoffe, Sie sehen jetzt den Miro-Screen. Ja, und ja. Frage? Super, perfekt. Dann würde ich bitten, einmal, ich fange hier einfach auf meiner Teilnehmerliste an, beziehungsweise hier steht als erstes Tobias Rothkegel. Bitte einmal kurze Erläuterung und auch besonders eben das Interesse im Thema Blockchain. Ja, sehr gerne. Tobias Rothkegel, ich bin Rechtsanwalt bei Osborne Clark im Hamburger Büro, beschäftige mich dort mit Datenschutz, Cybersecurity und Blockchain-Anwendungen, also von der rechtlichen Seite. Mich interessiert insbesondere am Hanseblock-Projekt wie die Governance-Struktur aufgebaut war und wie diese technisch eingebettet wurde, sowie natürlich, wie mit den rechtlichen Herausforderungen umgegangen wurde und wie diese bereits in der technischen Architektur adressiert worden sind. Super. Vielen Dank dafür. Dann würde ich jetzt hier zum nächsten auf meiner Liste gehen und das wäre Mike Bock. Ja, hallo, ich bin Mike Bock, ich bin Mitarbeiter bei Lufthansa Industry Solutions und arbeite an einem Projekt, bei dem wir die Blockchain nutzen wollen, um Datenmanipulation sicher abzulegen und war einfach mal interessiert, wie ihr das macht. Ich komme auch aus dem Bereich der Logistik und von daher passte das eigentlich ganz gut, mir das mal mit anzuhören. Vielen Dank. Alle parallel nicht prüfen, ob auch die Leute auf meiner Liste alle hier sind. Nein. Dann Fabian Ristau. Herr Ristau? Ich glaube. Ist anwesend, aber Hören wir leider nicht. genau. Schade. Okay, gut. Dann gehen wir weiter. Frank van Buhl. Könnten Sie sich anmuten und ein paar Worte zu sich und Ihrem Interesse sagen? Herr van Buhl ist, glaube ich, nicht anwesend. Okay, dann gehen wir weiter zu
Florian Zoller. Sehe ich jetzt hier in der. Scheint auch nicht anwesend zu sein. Okay. Dann Aaron haben wir. Schnackenbeck. Ja, schönen guten Tag, Aaron Schnackenbeck. Ich Super. hoffe, Sie hören mich. Ja, wunderbar. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Helmut-Schmidt-Universität und interessiere mich dort im Moment vor allem für die Herausforderungen, die mittelständische Unternehmen bei der Einführung von Blockchain-Technologien haben. Ja, genau. Okay. Dann nächster auf meiner Liste wäre der Herr Torben Wittig. Ja, schönen guten Morgen. Ich hoffe, man hört mich. Mein Name ist Torben Wittig. Ich bin für die Acigest Deutschland Versicherungsmakler GmbH tätig. Und wir entwickeln seit 2 Jahren unter meiner Federführung ein Verwaltungssystem für die Transportversicherung, setzen dort auch die Blockchain-Technologie zur Sicherung der ausgestellten Zertifikate ein. Und mich interessieren natürlich gerade im Bereich der Logistik weitere Anwendungsbeispiele für die Blockchain und wäre halt auch an einer Kooperation, Zusammenarbeit interessiert, weil wir unser System nicht nur für uns selber einsetzen, sondern parallel als ja, Softwareanbieter auch den Bereichen oder dem Markt der Versicherungswirtschaft zur Verfügung stellen. Okay, super. Vielen Dank. Vollkommen richtiger Hinweis im Chat. Ein paar der Teilnehmer können leider nicht, wir hören sie wohl nicht. Wenn Sie Ergänzungen haben, dann einfach gerne in den Chat schreiben, wenn man sie aus irgendeinem Grund nicht hören kann. Dann weiter in meiner Liste zum Herrn Alexander Jonston. Ja, guten Morgen, Alexander Johnson hier. Ich bin Vorsitzender des Blockchain-Kompetenznetzwerkes aus Hannover. Bin darüber hinaus hier in Hamburg noch als wissenschaftlicher Mitarbeiter einer Abgeordneten in der hamburgischen Bürgerschaft mit Schwerpunkt Digitalisierung und da auch wieder im KMU-Bereich. Und von daher, ja, geht es natürlich um die genannten Bezüge, aber auch um ja, Networking und ein bisschen was lernen und den aktuellen Stand feststellen. Super, vielen Dank. Dann Herr Björn Scharnhorst. Ja, guten Morgen. Ich hoffe, man kann mich auch hören. Ich bin Björn Scharnhorst, Geschäftsführer der Exportverpackung Sehende. Ich komme aus dem Logistikbereich. Unsere Firma befasst sich mit dem Verpacken von Industriegütern für den Export und benachbarten logistischen Dienstleistungen. Ich bin über den Herrn Rode auf den Hanseblock Deep Dive oder überhaupt Hanseblock aufmerksam geworden, bin aber absoluter Newcomer auch im Bereich Blockchain und interessiere mich einfach dafür, was ist Hanseblock? Ich weiß nicht mehr, als auf der Homepage steht und bin gespannt, was hier heute bei rauskommt. Okay, super, vielen Dank. Und dann haben wir noch, glaube ich, ein paar neue Teilnehmer, die gar nicht auf unserer Teilnehmerliste auftauchen. Und da wäre der erste Herr Dennis Logemann. Ja, hallo, mein Name ist Dennis Logemann. Ich hoffe, man hört mich auch. Ja, ich habe mich relativ spät angemeldet. Ich bin im Auftrag, ich bin selbstständiger Softwareentwickler und bin im Auftrag der Firma Nordwest IT. Hier, das ist eine Tochter der Sparkasse Bremen. Die Nordwest IT betreibt ein Außenhandelsportal zur elektronischen Zollabwicklung und zur elektronischen Zahlungsabwicklung. Und wir haben auch Interesse daran, gegebenenfalls eine Blockchain-Anbindung herzustellen. Und ich interessiere mich einfach jetzt, möchte auch gerne mal hören, was hier vorgestellt wird oder welche Anbindungsmöglichkeiten es gegebenenfalls gibt. Okay, super. Dann Thomas Rudolf. Ja, hallo und guten Morgen auch von meiner Seite. Thomas Rudolf, Innovationsmanager R&V bzw. Tochter der Tramag-Versicherung. Wir sind sehr gespannt an Hanseblock, weil wir eben auch parallel auch mit euch, mit ChainStep, ja an einer Lösung gebaut haben, wie wir Schäden im Transportbereich blockchainbasiert abwickeln können.
und hätten Interesse, auch vielleicht an der Hanseblock 2.0 als möglicher Service Provider uns zu integrieren. Super, vielen Dank. Dann haben wir noch nicht den Herrn Roland Schröder. Schönen Tag, mein Name ist Roland Schröder, Kollege von Thomas Rudolf, komme von der Krawack-Versicherung. Wir betreiben ein Logistikportal für kleine und mittelständische Logistikunternehmen, 1 bis 25 ziehende Einheiten. Und mir geht es primär um die Einbindungsmöglichkeiten von der Hanseblock in ein solches Portal. Wie könnte man sich das vorstellen? Wie sieht das aus? Was sind die technischen Hintergründe dafür? Super, vielen Dank. Und den Herrn Johannes Schnelle. Guten Morgen, Johannes Schnelle hier. Ich hoffe, man kann mich verstehen. Ich arbeite als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Hamburg und wir haben auch ein Forschungsprojekt, wo es darum geht, die Container-Transport in die Blockchain einzubinden. Und da wäre es auch sehr interessant, mal so zu erfahren, wie andere das Thema ist ja sehr ähnlich zum Hanseblock-Projekt teilweise, wie andere das gelöst haben. Und das ist mein Interesse hier, mich dazu auszutauschen. Super. Dann auch im Call vielleicht zumindest dann mit zwei Worten der Einführung die Kollegen von der Logistikinitiative, Thomas und Jan. Wenn ihr euch auch kurz noch vorstellen wollt. Genau, sehr gern. Thomas Brauner, von meiner Seite auch. Hallo an alle. Ich habe mit meinem Kollegen Jan Rode das Projekt Hanseblock in den letzten 2 Jahren im Projektmanagement und der Projektkoordination mitbegleitet und insofern sind wir da kommunikativ und als Gastgeber hier für diesen schönen Webcall quasi mit an Bord. Super. Und jetzt noch, sorry, Jan, du bist ja hier. Auch ganz kurz von meiner Seite, hallo. Ich kenne ChainSip ja auch sehr gut. Ich war früher bei euch im Team, habe mich sehr gefreut, dann mit euch Hanseblock zu machen und wünsche allen auch jetzt einen tollen Deep Dive. Super, vielen Dank. Ja, dann haben wir von ChainSip noch ein paar Kollegen dabei, die eher in einer passiven Rolle jetzt unterwegs sind in den nächsten 90 Minuten. Vielleicht sagt ihr zumindest einmal kurz Hallo, Frank, Timo und Attila. Ja, hallo, Frank hier, grüßt euch. Timo. Timo hallo. Und Attila. Vielleicht, um das abzukürzen, Timo und Attila sind zwei unserer Blockchain-Entwickler bzw. Blockchain-Consultants, die eben auch an Hanseblock mitgearbeitet haben. Und von dem her sind wir natürlich vor allen Dingen dann auch auf das Feedback von Ihnen im Abschluss gespannt. Hallo. Ja, jetzt ja. Wird wieder zurück zur Interesse gemacht haben, werden wir dann am Schluss nochmal zurückkommen. So. Jetzt hoffe ich, dass Sie gleich PowerPoint wieder sehen können. Kurze Rückmeldung, PowerPoint wieder sichtbar? Ja, sieht man gut. Super, perfekt. Würde ich auch nochmal die Kollegen bitten, die jetzt gleich einen Sprechanteil in der Präsentation haben, beziehungsweise einen aktiveren Teil in der Präsentation haben. JC, vielleicht zwei Worte von deiner Seite. Ja, hallo. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Mein Name ist Jan-Christoph Ebersbach oder kurz JC. Ich bin bei ChainSet verantwortlich für das Thema Blockchain Engineering und werde heute ein bisschen im Bereich Ausblick, wie geht es weiter mit potenziellen Technologien rund um Hanseblock. Insbesondere freue ich mich auch auf die Integrationsfragen. Super, dann Hartmut, gerne zwei ja. Deiner Seite. Guten Morgen, also aktiv werde ich nicht werden. Mein Name ist Hartmut Obendorf, ich bin verantwortlich für die Produktentwicklung bei ChainSTEP und zu ChainSTEP gestoßen, als Hanseblock schon weit fortgeschritten war. Insofern habe ich das eher beobachtet. Super. Kevin. Ja. Ich bin Kevin Westphal, ich bin von der Firma ConsiderIt. Wir mit ConsiderIt waren bei Hanseblock für das Arbeitspaket Blockchain zuständig und ich war für ConsiderIt bei Hanseblock zuständig und werde Sie heute etwas durch den technischen Teil führen. Genau, super. Vielen Dank. Dann jetzt nochmal für alle, die uns noch nicht kennen, ein paar Worte zu ChainSTEP und ConsiderIt.
Wir sind befreundete Unternehmen, deswegen auch der Deep Dive heute zusammen. Auf GenStep-Seite sind wir für unsere Kunden im Thema Produktstrategie und Produktentwicklung unterwegs. Oft von der Idee bis zum Minimal Viable Product. Wir haben einen Technologiefokus auf Blockchain und Self-Sovereign Identity. Und die Projekte, die wir in den letzten 3 Jahren durchführen durften, haben uns in die Branchen Mobilität, Logistik, Supply Chain, Versicherungen und digitale Medien geführt. Kevin, noch? Genau, zu Considerit. Wir sind ebenfalls eine Technologieberatung, gerade so mit Fokus auf Forschung und Produktentwicklung. Unsere technische Expertise liegt dabei besonders im Bereich Blockchain, aber auch IoT und Machine-to-Machine-Communication. Und unsere letzten Projekte lagen hauptsächlich in den Bereichen Automotive, Additive Manufacturing, aber auch teilweise eben im Versicherungs- und Logistikmarkt, so jetzt wie bei Hanseblock. Darüber hinaus, ein weiteres Angebot von Considerit ist auch die Beratung und die Unterstützung, falls Sie Interesse an Fördermittelakquise haben. Super, vielen Dank. Dann würde ich jetzt direkt starten mit der Präsentation und einmal mit einer etwas allgemeineren Einschätzung von unserer Seite, da wir ja nicht nur in Hanseblock aktiv sind, wir beraten auch andere Kunden aus der Logistikbranche im Thema Blockchain-basierte Plattformen. Und es gibt hier einfach ein paar Hauptherausforderungen, die sich so im letzten Jahr herauskristallisiert haben. Und das ist im allerersten Punkt das Thema Datenschutz und Regulierung. Denn natürlich jegliches System, das man operativ zum Einsatz bringt, muss der Regulierung entsprechen und muss eben auch den Datenschutz für die Unternehmensdaten gewährleisten. Eine besondere Herausforderung sind hier natürlich zum Beispiel, wenn man in Kontakt bzw. in geschäftlichen Beziehungen mit chinesischen Firmen steht, das China Cyber Security Law, das gleiche in Richtung USA mit dem US Cloud Act und natürlich in der Europäischen Union GDPR. Wir haben, da Blockchain eine Technologie ist, die auf kryptografischen Verfahren passiert, haben wir natürlich auf der technischen Seite die Fragestellung, was passiert eigentlich, wenn Quantencomputer irgendwann das Spielfeld betreten? Das heißt, sind die kryptografischen Verfahren, die verwendet werden, sicher und oder können die von Quantencomputern dann entschlüsselt werden? Und da ist eben das Thema Post-Quantum Cryptography durchaus etwas, was die Unternehmen heute schon mit betrachten bei der Auswahl. Dann ein absolut nicht technisches Thema im ersten Schritt ist das Thema Netzwerke und Konsortien managen. Hier geht es eben um die Fragestellung, wie baue ich ein Konsortium, wie baue ich ein Netzwerk auf, dass es wirklich auch Traktion bekommt, dass ein Ökosystem entsteht und dass alle Teilnehmer auch das Wertversprechen einlösen können. Und zu guter Letzt Anwenderfreundlichkeit bzw. die Akzeptanz und der richtige Einsatz der Technologie. Als Hanseblock gestartet ist, muss man sagen, war Blockchain das absolute Hype-Thema. Dieser Hype ist jetzt mit Sicherheit etwas abgeflacht und es geht jetzt eben darum, wirklich auch die richtigen Anwendungsfälle für Blockchain zu finden und die Technologie einfach dort einzusetzen, wo sie wirklich Mehrwert stiftend ist. Hanseblock spezifisch gibt es natürlich eine Reihe von Herausforderungen, die dem Logistikmarkt eher, die spezifisch im Logistikmarkt auftreten. Und da haben wir zum Beispiel als ersten Punkt das Thema hohe Interoperabilitätsanforderungen. Hier ist einfach der Logistikmarkt im Moment so, dass es starke Abhängigkeiten zwischen den verschiedenen Teilnehmern gibt. Und dass es einfach wichtig ist, dass die IT-Systeme zwischen den Firmen reibungslos funktionieren. Das wird aber dadurch erschwert, dass viele anderen Teilnehmer individuelle Software- und Hardwarelösungen entwickelt haben oder nutzen. Und das heißt, die
ein entwickeltes oder eine Lösung wie Hanseblock muss einfach diese Anforderungen zum einen genügen, aber es muss eben auch sichergestellt werden, dass zum Beispiel über eine geeignete Governance eben nicht die mächtigeren Teilnehmer einen größeren Einfluss auf die kleineren Teilnehmer haben können. Also dass eben keine Machtkonzentration entsteht, dass keine neuen Mittelmänner entstehen, dass aber gleichzeitig sehr effiziente trotzdem Schnittstellen verfügbar sind, die dann eben einen Datenaustausch auch ermöglichen zwischen den verschiedenen Teilnehmern. Wir haben die Herausforderung des variierenden IT-Know-hows. Die Marktteilnehmer haben unterschiedlichste Größen. Wir haben auf der einen Seite einen großen Logistikkonzern, wir haben auf der anderen Seite ein durchaus auch Ein-Mann-Unternehmen. Der Logistikkonzern hat natürlich eine IT-Abteilung. Bei dem Ein-Mann-Unternehmen ist der Geschäftsführer eben auch die IT-Abteilung in Personalunion. Wir müssen aber natürlich, wenn wir mit einer Lösung wie Hanseblock alle Teilnehmer erreichen wollen, müssen wir Einstiegshürden vermeiden. Das heißt, ein wichtiges Element der Hanseblock Governance war oder ist es eben auch, den kleinen Teilnehmern zu ermöglichen, dass sie zum Beispiel auch an Entscheidungsprozessen zur Weiterentwicklung der Plattform teilnehmen können, ohne dass sie auf der anderen Seite ein riesen Zeitbudget zum Beispiel dafür aufbringen müssen. Denn das ist natürlich dann die negative Seite. Wenn man irgendwo Einfluss haben kann, muss man den natürlich auch nutzen können. Das heißt, man muss die Zeit haben, sich in so ein Netzwerk einzubringen. Und hier geht es einfach darum, diese Elemente zu balancieren. Dann haben wir sicher in der Logistik auch eine Herausforderung der vergleichsweise niedrigen IT-Budgets. Das heißt, die finanziellen Anforderungen an ein technisches System dürfen nicht zu hoch angesetzt werden. Und das ist natürlich besonders bei Blockchain, wo oft ein Bezahlmodell basierend pro Transaktion vorgeschlagen wird, ist das natürlich eine Herausforderung. Denn wenn jede Transaktion dann Geld kostet, kann es sehr schnell passieren, dass die Effizienzvorteile und die Kostenvorteile, die dieses System und die digitale Datenhaltung bieten, dass die eben durch Transaktionskosten schnell wieder egalisiert werden. Und um diesen vergleichsweise kleinen Budgets gerecht zu werden, war eben die Minimierung der Transaktions- und Betriebskosten eine sehr hohe Priorität in der technischen Entwicklung von Hanseblock. Und gerade eben auch schon angesprochen, haben wir strenge Datenschutzanforderungen. Das heißt, es muss die Sicherheit und Vertraulichkeit der Daten gewährleistet sein. Und es darf eben nicht möglich sein, dass aus Blockchain-Transaktionen Rückschlüsse auf zum Beispiel Geschäftsbeziehungen gezogen werden können. Und es muss natürlich auch die Datenschutzgrundverordnung berücksichtigt werden. Und es muss natürlich auch verhindert werden, dass Informationen über transportierte Güter in dritte Hände geraten und dort vielleicht im schlimmsten Fall von Kriminellen missbraucht werden können. Und das heißt, natürlich muss sichergestellt werden durch die Architektur und die technische Umsetzung, dass eben diese Geschäftsdaten, dass die Metadaten ausreichend geschützt sind. So, und einer der Punkte, der jetzt in den Herausforderungen immer wieder kam, war das Thema Governance. Und am Anfang des Projektes wurden einige in der Hierarchie recht hohe Forderungen überlegt. Und ein Element ist sicher, dass diese Governance eine Basis für ein sich selbst regulierendes Konsortium sein soll, dass das Ganze eine demokratische Organisationsstruktur bekommt, dass die Marktmacht und die Unternehmensgrößen nivelliert werden. Das heißt also, auch wenn sehr große und sehr kleine Teilnehmer in dem Konsortium sind, haben alle die Möglichkeit,
den Nutzen, den Sie oder das Nutzenversprechen zu realisieren, das Sie sich erwarten. Und ein wichtiges Thema, gerade auch im Logistikmarkt, ist natürlich das Thema Antimonopol, beziehungsweise auch die Herausforderungen im Kartellrecht. Das heißt, es dürfen durch so eine Plattform natürlich auch keine neuen Abhängigkeiten oder Monopole oder Kartelle entstehen. Das Ziel in Hanseblock, das dann definiert wurde, ist, ein unabhängiges Netzwerk ohne dominierende Teilnehmer zu ermöglichen. Und das wurde realisiert, ein System entwickelt wurde, das einen einfachen Zugang zu den demokratischen Entscheidungsprozessen ermöglicht, das den Fokus darauf setzt, dass der Nutzen gleichmäßig verteilt ist, statt den Nutzen für Einzelne zu maximieren. Und um das dann auch in der Realität möglich werden zu lassen, wurde eine Wahlvariante, die sich Border-Wahl nennt, ausgewählt. Hier ist es eben so, dass nicht mit einfachen Mehrheiten Dinge entschieden werden, sondern dass das gewinnende Element einer Entscheidung ist das, das für den Durchschnitt aller Teilnehmer am besten ist. Und ein Nebeneffekt der Border-Wahl ist auch, dass es immer ein Resultat gibt, denn das kann natürlich auch gerade wenn es langwierige Entscheidungsprozesse gibt, dann kann natürlich, wenn in Wahlen kein eindeutiges Resultat zustande kommt, kann das natürlich für so ein Konsortium sehr hemmend sein. Einfach weil dann die Frage ist, wie geht es weiter, wenn es keine Eindeutigkeit gibt. Um hier auch nochmal das Thema ein bisschen zu vertiefen, einmal die Übersicht, welche Aspekte gibt es eigentlich in der Governance? Also wir haben schon viel das Thema Unabhängigkeit gehört, wir haben das Thema Netzwerk gehört und wir haben das Thema keine dominierenden Player gehört und wir haben dann eben eine Ebene darunter, verschiedene Stellhebel, mit denen man diese Aspekte in der Governance verankern kann. Da gehört zum Beispiel das Thema Ressourcen dazu. Also wie werden die Kosten im Konsortium aufgeteilt? Wie wird die IP verwaltet? Wem gehört die überhaupt? Beziehungsweise wie wird sichergestellt, dass nicht ein Teilnehmer dass das Konsortium ein Stück weit in Geiselhaft nehmen kann, weil ihm zum Beispiel ein bestimmter Teil der IP vielleicht gehört. Wir haben beim Thema Netzwerk wichtige Elemente wie Traktion oder Skalierbarkeit, wo es natürlich zum einen darum geht, wie schafft man es eigentlich, dass das Ökosystem wirklich wächst? Wie schafft man es, dass die Wertversprechen für die Teilnehmer auch von Anfang an verfügbar sind? Und wie schafft man es, dass diese Wertversprechen, wenn wir in Richtung Skalierbarkeit denken, auch noch realisierbar sind, wenn das Netzwerk wirklich an Größe gewinnt? Man muss dazu sagen, dass wir in der Governance Task Force es im ersten Schritt für das Minimal Viable Product nicht für sinnvoll erachtet haben, all diese Punkte direkt zu berücksichtigen, sondern wir sind dann hingegangen und haben im Endeffekt die Elemente extrahiert, die für das Minimal Viable Product wichtig sind, und haben hier eine Checkliste entwickelt, um eben sicherzustellen, dass die Lösungen und dass die Organisationsstruktur, also dass die technischen Lösungen und die Organisationsstruktur, dass die eben mit diesem Minimum-Set der Governance-Aspekte für das Minimal Viable Product auch übereinstimmen. Und wir sehen hier zum Beispiel Punkte in der Kostenverteilung, wer sind die initialen Investmentkosten, wie sieht es aus mit den operativen Kosten, wie können wir sicherstellen, dass die operativen Kosten auch von allen Teilnehmern getragen werden können. Auch das Thema Open Source ist hier natürlich ein Thema. Und zum Beispiel auch dann im Thema Netzwerk
das Netzwerk, also die operativen Kosten des Netzwerkes sind wirklich nur die Kosten. Es gibt hier keine Entität, die wieder wie eine Spinne im Netz dann eben an den Transaktionen zum Beispiel verdient. Aber auch das Thema Skalierung ganz unten. Wie schaffen wir es, dass alle Teilnehmer an den Entscheidungsprozessen partizipieren können, aber dass man trotzdem auch im täglichen Business und in der Weiterentwicklung des Hanseblock-Konsortiums die notwendige Entscheidungsgeschwindigkeit aufrechterhalten kann. Also das waren alles Punkte, die wir dann in Form dieser Checkliste festgehalten haben und nach denen wir eben zum einen die technischen Lösungen, aber eben auch die Organisationsform und die Prozesse geprüft haben, um eben sicherzustellen, dass wir diesen Anforderungen genügen und dass wir ja am Ende des Tages diese Ursprungsvision von Hanseblock dann auch im Endprodukt wiederfinden. Jetzt würde ich eben an Kevin, bitte. Ja, vielen Dank, Konstantin. Genau, bei der technischen Umsetzung von Hanseblock war eigentlich eine grundlegende Frage, die so als Leitfrage im Raum stand, welche Daten sollen überhaupt über die Blockchain abgesichert werden? Da kann man sich natürlich fragen, warum nicht einfach alle? Das wäre ja ganz praktisch. Und das hat aber besonders zwei Gründe, weil einerseits ist die Blockchain nicht für große Datenmengen ausgelegt. Das wäre besonders, also das wäre sehr ineffizient, die so zu betreiben. Und andererseits müssen wir aber auch davon ausgehen, dass alle Daten, die wir auf der Blockchain ablegen, dass die auch für alle Teilnehmer von der Blockchain einsehbar sind. Und wir werden das gleich noch sehen. Das ist bei einigen Transportdaten tatsächlich sehr problematisch. Und beim Projekt Hanseblock sind wir dann zu dem Schluss gekommen, dass eigentlich all die Daten relevant sind, die im Fall von einem Konflikt zwischen Transportbeteiligten entscheidend sein können. Da können wahrscheinlich die beiden Kollegen von RNV, die im Call sind, die können da wahrscheinlich ein Lied von singen. Ich kann mal ein Beispiel geben, zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Ladung von 50 iPhones an Konstantin schicken würde und es kommen dann aber nur 49 Samsung-Smartphones an, dann wäre es eben von Vorteil, wenn die Warenbeschreibung über die Blockchain abgesichert ist. Und in anderen Konfliktfällen gilt sowas Ähnliches eben für Orte, für Zeiten oder auch andere Lieferbedingungen. Weiteres Beispiel, ein anderer Konfliktfall wäre zum Beispiel, dass Konstantin mir eine Ladung von 50 iPhones übergibt und eines davon geht mir aber verloren. Und anstatt, dass ich selbst dafür einstehe, behaupte ich einfach, dass Konstantin zu dem Zeitpunkt des Verlusts die Verantwortung über die Ladung hatte. Und in diesem Konfliktfall wäre es dann eben wichtig, dass in Echtzeit dokumentiert wird, wer gerade die Verantwortung über die Ware hat. Und vor allen Dingen auch, dass Konstantin und ich uns bei der Übergabe einig sind, dass er mir 50 iPhones übergeben hat und nicht 49. Und das ist eigentlich das, was die Blockchain bei Hanseblock, was die Hanseblock-Blockchain macht. Sie verwaltet digitale Zwillinge von den Transportprozessen, also quasi eine Repräsentation von einem Transportprozess, die alle relevanten Daten des CMR, das ist der Frachtbrief für Straßentransporte, absichert. Und gleichzeitig dokumentiert die Blockchain eben auch, wer Waren wann und in welchem Zustand an andere Verantwortliche übergeben hat. Einmal bitte die nächste Folie. Genau, das Ganze haben wir umgesetzt auf oder mit Hilfe des Evan Networks. Das Evan Network ist eine Blockchain, die hier in Deutschland entwickelt wird, mit Fokus auf Business-Anwendungen. Und Evan Network basiert seinerseits auf Ethereum, was den Vorteil hat, dass Ethereum als eine sehr weit verbreitete Blockchain relativ gut dokumentiert ist und dadurch sind die technischen Einstiegshürden nicht ganz so hoch, wenn sich ein Logistiker dann, sag ich mal, mit dem Innenleben von der Hanseblock-Blockchain auseinandersetzen möchte. Einmal bitte die nächste Folie. Und was im Laufe der Präsentation jetzt schon immer wieder aufgetaucht ist, ist eigentlich, dass Datenschutz ein sehr wichtiger Aspekt bei der Entwicklung von der Blockchain für die Logistik ist.
Denn natürlich beim Planen von einem Transportprozess entstehen Informationen, die nicht unbedingt für die Öffentlichkeit bestimmt sind. Und ganz oben stehen dabei Bahndetails und Ladeorte. Und diese beiden Informationstypen möchte ich vor allem vor Kriminellen schützen, weil, wie Konstantin auch schon angesprochen hat, möglicherweise würden diese Kriminellen dann vielversprechende Ziele über die Hanseblock-Blockchain ausspähen. Es gibt allerdings noch weitere Informationen, die ich auch als Logistiker verschleiern möchte. Zum Beispiel geht es da um die Identitäten der Firmen, die am Transport beteiligt sind. Und das muss gar nicht unbedingt immer meine eigene Firma betreffen, sondern zum Beispiel, wenn ich als Logistiker einen Subunternehmer einsetze, dann möchte ich eigentlich verhindern, dass dessen Identität bekannt wird. Weil sonst könnte ja mein Auftraggeber beim nächsten Mal einfach direkt meinen Subunternehmer einsetzen und sich damit meine Provision sparen. Wenn wir mal annehmen, wir würden dieses Problem lösen, indem wir jeder Firma ein Pseudonym zuordnen, würde das unser Problem auch nur oberflächlich lösen. Weil wenn ich zum Beispiel als Angreifer einfach alle Transaktionen der Blockchain mitschneiden würde und das Ganze auswerten würde, dann könnte sowas rauskommen wie dieses Bild rechts. Da sehen wir dann die Transaktion zwischen den verschiedenen Teilnehmern als weiße Spuren. Und wenn ich mir so ein Bild angucke und, sage ich mal, so ein grundlegendes Verständnis vom Logistikmarkt habe, dann kann ich zum Beispiel sagen, dieser große Stern, diese große Pusteblume, das ist Deutsche Post DHL. Und Kühne und Nagel, die sind ja auch Teil des Hanseblock-Netzwerks. Das ist dann eben dieser zweitgrößte Punkt, ein bisschen weiter im Süden davon. Und so arbeite ich mich dann anhand der Transaktionszahl, also sprich des Geschäftsvolumens, und den Beziehungen zwischen den verschiedenen Teilnehmern, arbeite ich mich immer weiter runter, bis ich dann im Idealfall eben alle Firmen im Hanseblock-Netzwerk darüber identifizieren kann. Und genau, zu guter Letzt gibt es eigentlich noch eine weitere Klasse von kritischen Daten. Und zwar sind das spezielle Transportevents. Besonders relevant sind dabei Events, die Rückschlüsse auf den Ort des Transportes oder dessen Warengruppen zulassen. Weil auch wieder ich als Angreifer, wenn ich zum Beispiel Abholung, Anlieferung und Zollabfertigung kenne, dann kann ich schon einschätzen, ob ein bestimmter Transport, den ich mir auf der Blockchain anschaue, ob der diesen drei Daten entspricht. Und indem ich dann bestimmte Transportaufträge ausschließen kann, kann ich vielleicht andere Aufträge identifizieren. Das ist vielleicht nicht so relevant, wenn irgendwann über das Hanseblock-Netzwerk tausende Aufträge in der Sekunde abgewickelt werden. Aber gerade am Anfang, wenn noch nicht so viele Transaktionen über das Netzwerk laufen, muss man eben auf solche nebensächlichen Daten auch besonderen Wert legen. Und mal bitte die nächste Folie. Funktioniert es gerade nicht? Ja, jetzt. Okay, sehr gut. Und bei Hanseblock haben wir dieses Problem eben so adressiert, dass wir die eigentlichen Daten dadurch geschützt haben, dass alle transportbezogenen Informationen auf der Hanseblock-Blockchain nur referenziert werden. Also Klardaten finden Sie auf der Hanseblock-Blockchain nicht. Praktisch sieht das eben so aus, dass für jeden Übergabepunkt in der Transportkette, also zum Beispiel Abholung oder auch die Übergabe von den Waren zwischen zwei Logistikern, dass an jedem von diesem Übergabepunkt alle Informationen zu Ort, zu Ware und zu den verschiedenen Verantwortlichen als eine Prüfsumme zusammengefasst werden. Und wenn ich jetzt an diesem Transport teilnehme als Logistiker und mir ein Datensatz vorliegt, dann kann ich über meinen Datensatz diese Prüfsumme ausrechnen und das dann mit der Prüfsumme, die auf der Blockchain liegt, vergleichen. Gleichzeitig kann eben jemand, der unbefugt sich die Informationen von der Blockchain beschaffen will, kann der aus diesen Prüfsummen keine Details herauslesen. Es gibt auch noch einen weiteren schönen Nebeneffekt dabei. Das ist nämlich, dass durch diese Zusammenfassung der Transportdaten in Prüfsummen, dadurch werden die Datenmengen deutlich kleiner. Und das hat uns bei der Blockchain eben auch geholfen, eines der Ziele zu erreichen, die Konstantin im Anfang der Präsentation angesprochen hat, nämlich geringe Kosten für den Betrieb der Blockchain.
Und das hilft uns dabei, die vertraulichen Daten zu schützen. Allerdings gibt es ja jetzt auch immer noch die Metadaten. Und da haben wir die Identifikation von Teilnehmern folgender Art verhindert. Die Hanseblock-Teilnehmer interagieren nicht direkt mit der Blockchain, sondern über einen sogenannten Transaction Service. Das sehen Sie oben in dem Schaubild. Dieser Transaction Service, der steht hier in der Mitte. Das ist quasi so, so eine Art Proxy-Service, der die Transaktion weiterleitet. Und dieser Transaction Service führt dann eine Aktion für einen Hanseblock-Teilnehmer auf der Blockchain aus. Und der Smart Contract, also das Programm quasi, was auf der Blockchain liegt, das überprüft dann einerseits, ob die Anfrage von einem verifizierten Transaction Service kommt. Und andererseits überprüft es, ob die Anweisungen, die in dieser Transaktion sind, ob die auch von dem berechtigten Hanseblock-Teilnehmer signiert worden sind. Und dadurch wird eben die Absenderadresse vom Hanseblock-Teilnehmer anonymisiert. Es taucht dann immer nur die Absenderadresse von dem Transaction Service auf. Einen Preis zahlt man allerdings dafür als Hanseblock-Teilnehmer, nämlich dass der Transaction Service einen Teil der Metadaten kennt. Allerdings die Daten selbst wiederum nicht, weil die sind ja nur durch Prüfsummen referenziert. Immer die nächste Folie. Und der Transaction Service ist damit also quasi eine vertrauenswürdige Drittpartei. Und diese Drittparteien, wie man die vertrauenswürdig hält, das ist eigentlich so eine Frage, mit der wir uns bei der Hanseblock-Entwicklung immer wieder auseinandergesetzt haben. Die grundsätzliche Idee von Blockchain ist ja auch, dass man Dritte im Prinzip technisch so kontrolliert, dass sie möglichst nicht bösartig handeln können. Und die Transaction Services in Hanseblock haben wir dann auch so implementiert, dass sie nicht eigenständig im Namen von einer Benutzerin handeln können, sondern nur ihre Anweisungen an die Blockchain weiterleiten können. Man kann diese Vertrauenswürdigkeit von Drittparteien aber auch anders herstellen. Und das haben wir bei diesen Transaction Services auch gemacht, indem man ökonomische Anreize dafür gibt, dass diese Transaction Services auch wirklich ehrliches Business betreiben. Bei Hanseblock werden diese Transaction Services nämlich von den Teilnehmern entlohnt dafür, dass sie die Transaktion weiterleiten. Und wenn sich Transaction Services schlecht verhalten würden, wenn sie sich die Transaktion manipulieren würden, dann würden sie eben auch schnell ihre Einnahmequelle verlieren und wären damit schnell raus aus dem Hanseblock-System. Und eine weitere Möglichkeit, das kam auch vorhin schon durch bei den Governance-Folien, man kann die Vertrauenswürdigkeit auch auf Governance-Ebene sicherstellen. Das wäre zum Beispiel so eine Möglichkeit, dass man einen Transaction-Service von einer Instanz betreiben lässt, die alle Hanseblock-Teilnehmer zusammen gründen und auch zusammen finanzieren und kontrollieren. Okay, einmal die nächste Folie. Ich würde jetzt an Jan Christopher übergeben für den technischen Ausblick. JC? Sorry, jetzt müsstet ihr mich hören. Ja. Sorry. Danke, Kevin, für den technischen Überblick. Ich bringe jetzt hier einmal den Ausblick, was wir uns mit Hanseblock mal vorstellen können, wie das auch weitergehen kann, diese Technologie zu nutzen, das Gelernte zu nutzen. Wir haben in Hanseblock eine prototypische Implementierung entwickelt, ist in verschiedene Prozesse integriert und in IT-Infrastrukturen integriert. Hier ist natürlich für die weitere Entwicklung sehr interessant zu gucken, dies in weitere Infrastrukturen zu integrieren und auch in weitere Prozesse zu integrieren. Da finde ich insbesondere auch das, was hier einige Teilnehmer in der Vorstellungsrunde gesagt haben, die Anbindung weiterer Dienste oder Integrationsmöglichkeiten mit Hanseblock sind entscheidend aus meiner Sicht, um dieses System aus dem aktuellen Stand rein in einen wirklichen Pilotbetrieb, Produktivbetrieb zu bringen. Wir sehen ebenfalls rund um
das Thema Blockchain, das sehr, sehr viel Geld und Zeit von vielen Teilnehmern in das Thema Daten und Standards gesteckt wird. Und das ist etwas, wo wir ebenfalls natürlich eine Integration mit Hanseblock für sehr, sehr sinnvoll erachten, um in die breitere Masse reinzukommen. Einmal die nächste Folie, bitte. Ja, gerne. Wenn es weitergehen will. So. Wunderbar, danke. Mit Hanseblock haben wir eine Lösung geschaffen, die es ermöglicht, dass Transport- und Prozessdaten zwischen Teilnehmern ausgetauscht werden. Die ausgetauschten Daten sind auf der Blockchain verankert und damit sicher und nachvollziehbar dokumentiert. Gleichzeitig kommt mit Hanseblock aber oder mit Blockchain-Technologie grundsätzlich die Herausforderung, dass es teuer und langsam ist, Daten auf Blockchains zu speichern, auch wenn es nur Metadaten oder auch wenn es nur Sicherungsdaten sind. Damit ist Blockchain zwar sehr, sehr gut geeignet, um Daten abzusichern. Das ist die sicherste Methode, die heute bekannt ist, um Daten abzusichern weltweit und nachvollziehbar zu machen. Aber diese Absicherung und dieses hohe Niveau an Sicherheit ist nicht unbedingt für alle Daten notwendig, die sich in Unternehmen befinden. Blockchain hat uns aber auch gezeigt, dass jetzt in den letzten Jahren das Thema Kryptographie, sicherer Datenaustausch, nachvollziehbarer Datenaustausch und überhaupt Integration über Unternehmensgrenzen hinweg sehr, sehr wichtig ist und dass nur, dass diese Attribute von Blockchain und diese Attribute von Dezentralisierung und stärkerer Integration über Unternehmensgrenzen hinweg weiter verfolgt werden sollen und wichtig sind für alle möglichen Prozesse, mit denen wir uns beschäftigen. Wenn wir nochmal einen Schritt zurücktreten und betrachten, was für den sicheren Datenaustausch zwischen Organisationen notwendig ist, dann sind es sichere digitale Identitäten und Protokolle für den Datenaustausch. Das ist, beides ist durch Blockchain, sag ich mal, hervorgebracht worden, durch kryptografische Identitäten, die auf einem gemeinsamen Datenspeicher agieren können und tatsächlich der Datenspeicher und gleichzeitig mit Smart Contracts auch die Möglichkeit, Prozesse abzubilden, Protokolle abzubilden. Es ist so, dass außerhalb der Blockchain natürlich auch viele Protokolle existieren und wenn wir uns das Internet, das World Wide Web angucken, dann wissen wir alle, wenn wir den Webbrowser aufmachen und eine Webseite aufrufen, dass dort im Hintergrund Protokolle laufen, dass wir uns auf Webseiten anmelden müssen und digitale Identitäten nutzen müssen. Diese digitalen Identitäten, die wir heute im Web nutzen, kommen nicht von irgendwoher, sondern die kommen tatsächlich aus Standardisierungsgremien wie World Wide Web Consortium oder IETF. Mit der Entwicklung der Blockchain-Technologie entstand im Jahr 2016 in den Standardisierungsgremien die Idee, Blockchains zur Speicherung von Identitätsinformationen zu verwenden und Datenaustauschfunktionen oberhalb der Blockchains zu definieren. Diese Technologie nennt sich Self-Sovereign Identity und in der Kombination mit Hanseblock könnte diese Technologie genutzt werden, um den Datenaustausch, der außerhalb der Blockchain stattfindet, ebenfalls abzusichern. Als ChainSep sehen wir großes Potenzial für diese Technologie und ja, sind dort jetzt seit 2 Jahren in verschiedenen Projekten tätig, die sich mit dieser Technologie sehr intensiv beschäftigen. Würdest du einmal auf die nächste Folie gehen? Dann zeige ich nämlich einmal ein Beispiel, wie diese Technologie eingesetzt werden kann. Oh, die Folie sieht irgendwie unvollständig aus. Ich glaube, da sind die Animationen nicht ganz umgesetzt worden. So, jetzt ist alles da, wunderbar. Genau, also hier ist ein Beispiel für die Zusammenarbeit dargestellt zwischen einem Spediteur und einem Fuhrunternehmer. Der Spediteur möchte gerne mit einem Fuhrunternehmer zusammenarbeiten
Das ist der erste Schritt. Das wird irgendwie eine Anbahnung eines Vertrags oder einer Zusammenarbeit gestartet. Und wenn wir jetzt zum Beispiel in Richtung des Lieferkettengesetzes gucken, dann ist die Frage, arbeitet der Fuhrunternehmer eigentlich nach den notwendigen Standards? Dafür gibt es Zertifizierungsstellen hier in diesem Beispiel. Und der Fuhrunternehmer kann zu dieser Zertifizierungsstelle gehen und sich entsprechend zertifizieren lassen. Wenn wir auf das Thema Self-Sovereign Identity gucken, dann passiert tatsächlich dann möchte man hier einen digitalen Datenaustausch hinbekommen zwischen Spediteur und Fuhrunternehmer. Und der Fuhrunternehmer soll digital nachweisen, unzweifelhaft, unfälschbar, dass er entsprechend den Ansprüchen des Spediteurs und den gesetzlichen Anforderungen handelt. Wie kann das gelingen? Das gelingt so, dass die Zertifizierungsstelle der Fuhrunternehmer und der Spediteur jeweils eine eigene global eindeutige Identität bekommen. Wenn nun der Spediteur den Fuhrunternehmer kontaktiert und eine Anfrage schickt, dann ist in dieser Anfrage enthalten, zum Beispiel, ich brauche ein Zertifikat entsprechend des Lieferkettengesetzes von dir. Die Zertifizierungsstelle kann dieses Zertifikat ausstellen und digital an den Fuhrunternehmer weitergeben. Und das Zertifikat ist so eingepackt und gesichert, dass vom Fuhrunternehmer keine Manipulation an diesem Zertifikat durchgeführt werden kann, ohne dass es auffällt. Besonders hier ist, dass der Fuhrunternehmer dieses Zertifikat selber verwaltet. Er erhält dieses Zertifikat von der Zertifizierungsstelle und kann es dann im eigenen Ermessen weitergeben, hier in dem Fall in der Geschäftsbeziehung. Der Spediteur im letzten Schritt, wie kann der jetzt mit diesem Zertifikat etwas anfangen? Hier ist die Besonderheit, wir haben keine zentrale Plattform, an die sich der Spediteur wendet, um festzustellen, ob dieses Zertifikat nun echt ist, sondern der Spediteur kann selbstständig die Korrektheit des Zertifikats überprüfen, indem er nur wissen muss, welche sind die Zertifizierungsstellen, die dafür ausgelegt sind, solche Zertifikate auszustellen. Und dann kann er entsprechend hier einen komplett digitalen Nachweis über die gesamte Strecke durchführen. Das sind Informationen, die außerhalb der Blockchain liegen, die außerhalb, sage ich mal, einer starken Dokumentation auf der Blockchain agieren können. Aber diese Informationen sind grundsätzlich über die Blockchain-Technologie abgesichert, denn in der Technologie Self-Sovereign Identity werden die Identitätsinformationen von den einzelnen Teilnehmern über die Blockchain abgesichert und somit ist sichergestellt, dass keiner der Teilnehmer betrügen kann, dass die Teilnehmer, dass immer die aktuelle Konfiguration der Teilnehmer einsehbar ist und hier ein hohes Maß an Vertrauen sichergestellt werden kann. Ja, soweit zum Ausblick. Konstantin, super. Darf ich wieder an dich übergeben. Ja, vielen Dank. Dann kommen wir jetzt abschließend auch nochmal zum Thema von der Technik wieder zurück zum Thema Markt. Es ist natürlich so, dass sich seit dem Start des Projektes Hanseblock auch gleitende Projekte weiterentwickelt haben. In der Logistikbranche ist generell Bewegung, also es ist nicht so sehr, gerade auch bei den größeren Playern, ich werde auf der nächsten Seite gleich auch ein paar Beispiele zeigen, es ist nicht so sehr eine Frage, ob die Technologie Einzug erhält, sondern es ist eher nur eine Frage, wann es soweit wird, dass es einfach auch von den großen Marktteilnehmern einen Drang in diese Richtung geben wird. Und es ist natürlich für jeden Marktteilnehmer wichtig zu verstehen, welche Implikationen auf das eigene Geschäftsmodell haben diese Technologien und diese Plattformen. Und je besser man die Technologie natürlich versteht, desto eher entsteht die Chance, diese für sich nutzbar zu machen. Das heißt, entweder wenn das eigene Geschäftsmodell, weil das vielleicht auf Informationsasymmetrie beruht, wenn das eigene Geschäftsmodell unter Druck gerät, dann
wäre es natürlich möglich, sich auch über ein neues Geschäftsmodell Gedanken zu machen, welches dann eben auf so einer neuen Blockchain-Plattform-Basis aufbaut. Beziehungsweise geht es natürlich auch einfach darum zu verstehen, welche Daten werden in Zukunft besser verfügbar sein, in einer höheren Qualität, und kann ich dadurch zum Beispiel Mehrwertdienste für meine Kunden anbieten. Hier jetzt, wie schon angesprochen, die Beispiele. Wir haben im Thema Dokumenten und Informationsfluss zum Beispiel Release Order, da beschäftigt sich das Projekt von T-Mining damit. Wir haben die elektronische Bill of Lading, da ist besonders WaveBL unterwegs. Wir haben dann natürlich die großen Plattformen oder GSBN, die versuchen, den Prozess wirklich in seiner Ganzheit zu erfassen und alle Handelsdokumente zu digitalisieren und verfügbar zu machen. Wir haben aber natürlich auch Projekte, die nur Teilaspekte, die aber auch mit der Logistik verbunden sind, sich vornehmen. Also zum Beispiel das Marco Polo-Projekt, wo es um das Forderungsmanagement und das generelle Bezahlen in Wertschöpfungsketten geht. Wir haben das Thema Produktnachverfolgung, speziell für medizinische Produkte, und dann natürlich auch zum Beispiel das Thema Verzollung von Maltail, die hier aus der Position eines großen Postanbieters, das ist die Nummer 1 in Südkorea, die hier einfach sagen, okay, wir wollen oder wir sehen ein Potenzial, hier das Ganze noch zu beschleunigen und dadurch für unsere Dienste eben auch einen operativen Vorteil zu realisieren. Die Frage, kann Blockchain die Logistik verändern, kann man, denke ich, aus dem Projekt heraus mit Ja beantworten. Es ist einfach so, dass natürlich Daten, die in einem von Blockchain abgesicherten System entstehen, von hoher Qualität sind, einfach weil alle Teilnehmer ihnen vertrauen können und weil man nachvollziehen kann, wo sie herkommen. Es gibt natürlich keine hundertprozentige Sicherheit. Wenn es jemand darauf anlegt, ganz am Anfang zum Beispiel falsche Daten einzugeben, Sensordaten zu fälschen, wie auch immer, dann kann das von einer Blockchain selbst natürlich auch nicht verhindert werden. Da muss man das Ganze dann eben noch kombinieren mit entsprechenden sicheren, zum Beispiel IoT-Anbindungen. Aber man kann schon sagen, dass die Daten, die aus Blockchain-unterstützten Prozessen kommen, generell von einer höheren Qualität sind. Und das hat natürlich auch eine Auswirkung auf die Datenanalyse, die möglich ist. Das muss nicht gleich perspektivisch, spielt ja natürlich künstliche Intelligenz eine Rolle. Es muss aber nicht gleich künstliche Intelligenz sein, sondern bessere Daten führen natürlich auch schon in ganz normaler Prozessanalyse, um operativ Durchlaufzeiten zu verringern oder einfach End-to-End-Logistikprozesse zu optimieren, spielen ja natürlich auch schon eine Rolle. Generell die Datenverfügbarkeit ermöglicht eine vertikale oder horizontale digitale Integration von Prozessen. Und das sind natürlich vor allen Dingen Dinge, die heute vor allen großen Konzernen, die sowieso in einem IT-System arbeiten, gelingen. Und das ist natürlich gerade für die kleineren Marktteilnehmer interessant, wenn hier Systeme entstehen, die diese Vorteile, die aus den IT-Systemen der Großen entstehen, die ein Stück weit zunichte machen, weil eben diese schnellen Schnittstellen, diese guten Schnittstellen und die Datenverfügbarkeit end-to-end eben auch durch eine Kombination mehrerer kleiner Marktteilnehmer in Zukunft möglich sein wird. Und natürlich, wie gerade auch schon erwähnt, das Thema Geschäftsmodellinnovation wichtig. Ein höheres Vertrauen in digitale Assets ermöglicht eben auch neue Geschäftsmodelle basierend auf diesen Daten. Gut, jetzt sind wir auch und ich würde jetzt direkt einmal in die Fragen der Teilnehmer direkt zur Präsentation gehen wollen. Gibt es von Ihrer Seite Fragen zu dem, was Sie gerade gehört haben?
wer möchte als erstes eine Frage stellen? Keine Fragen, das heißt, wir haben... Eine ganz kurze Frage, und zwar dieser, ja, dieser Trustee, wie war doch mal die genaue Bezeichnung? Der zwischengeschaltete Prozess. Also der Transaction Service. Genau. Ist das nur ein rein technisches Gebilde, oder ist das tatsächlich eine unabhängige Gesellschaft, unabhängige Partei, die irgendwie vertraglich gebunden wird, oder ist das einfach nur eine technische API sozusagen? Ich kann die Frage vielleicht beantworten. Ja. Das ist tatsächlich variabel möglich. Beide Varianten sind vorstellbar. Die Besonderheit ist, dass es den Begriff Herdenanonymität gibt. Das heißt, wenn ich als Unternehmen meine Transaktionen in eine große Menge, in einen großen Strom von weiteren Unternehmen hineingebe, die ebenfalls Transaktionen machen, dann ist es sehr viel schwieriger nachzuvollziehen, wer eigentlich was gemacht hat. Und das ist die Idee. Das heißt, wenn man hier einen Anbieter findet, der entsprechend vertrauenswürdig ist und das als eigenes Geschäftsmodell sieht, Transaktionen in Menge anzunehmen, auszuspielen auf die Blockchain, zu verschleiern, wer eigentlich dahinter steht, dann ist es ein eigenes Geschäftsmodell. Ich kann das natürlich auch selber betreiben und, sag ich mal, auch selber einen gewissen Grad an Absicherung erreichen. Aber das kommt dann natürlich auch mit entsprechenden Betriebskosten und Technikkosten daher, die ich dann selber stemmen muss. Ja, vielen Dank. Also weswegen ich frage, was super interessant ist, ist, dass wir für unsere Mandanten sehr viel so Anonymisierungskonzepte entwickeln. Und da spielen halt Trustees auch eine sehr große Rolle. Und das sind dann meistens eben unabhängige Parteien, die zum Beispiel Hash-Algorithmen verwalten, von gehashten Daten und oder gar keinen Umständen, dass diese also verpflichtet werden, diese unter gar keinen Umständen rauszugeben an irgendeinen Beteiligten, um eben die Anonymität der Daten, mit denen es meistens so Forschungskonsortien, die eben nicht an die Limitierung des Datenschutzrechts gebunden sein wollen, um eben damit Forschung betreiben zu können. Da gilt es natürlich in jeder jeglicher Form abzusichern, dass irgendeiner dieser dort beteiligten Parteien diesen Datenpool infiziert, indem er dann doch plötzlich einen Personenbezug reinbringt. Deswegen frage ich nur, aber super interessant. Vielen Dank. Vielen Dank. Thomas Rudolf hier. Ich hätte auch noch eine Frage. Super. Jesse, wir haben ja auch schon ganz oft bei uns im Thema über das Onboarding gesprochen, von neuen Teilnehmern in dieses Netzwerk rein. Wie sieht denn bei euch jetzt auch im Hinblick auf dieses Self-Sovereign Identity die Lösungsidee oder die Umsetzung aus, wenn ich jetzt Richtung vielleicht auch Spotmarkt oder jetzt nicht regelmäßig durchgeführte Transporte denke, wie und mit welchen Onboarding-Schritten kommt denn eigentlich ein Teilnehmer jetzt in dieses Netzwerk und diesen Transport rein? Genau, vielleicht können wir die Frage zweiteilen. Der eine Teil ist das Thema Self-Sovereign Identity. Das ist bisher nicht integriert. Das ist eine Idee, wie man es weiterentwickeln kann. Und die Frage des Onboardings, die würde ich tatsächlich ganz gerne an Kevin rübergeben, weil du dort ja auch, sag ich mal, die von der Entwicklungsseite her mit am nächsten dran bist. Also sagen wir jetzt in Richtung SSI sind wir da ja wirklich ganz am Anfang. Also von daher gibt es da jetzt quasi, also im Moment läuft diese Peer-to-Peer-Kommunikation zwischen den verschiedenen Nodes eben über sag ich mal, standard traditionelle REST-Kommunikation. Und das wäre dann eben so dieser Ansatzpunkt für SSI. Also habe ich das richtig verstanden mit dem Onboarding? Sonst vielleicht zwei Teile. Onboarding, wenn ich sehe, du kannst entweder selber Teil des Netzwerks sein und aktiv dich partizipieren in der Governance. Ich habe jetzt aber eher in die andere Richtung gedacht, ich bin jetzt Kunde, ich bin jetzt Transportunternehmer oder Spediteur und ich möchte jetzt einen Transport mit Hanseblock durchführen. Wie komme ich drauf auf Hanseblock? Wie kann ich da dabei sein? Okay, ja, das ist
tatsächlich auch etwas, was teilweise Fokus des Projekts Hanseblock eben war, was wir auch evaluiert haben. Das ist natürlich noch nicht so streamlined, würde ich jetzt mal sagen, für die wirkliche Nutzung im Day-to-Day. Also im Moment wäre die Anforderung an einen Logistiker eben immer noch, dass er oder sie seinen eigenen Hanseblock-Node betreibt, um dann eben auch mit anderen Logistikern zu kommunizieren. Von daher ist dieses Onboarding in diesem Pilotstadium jetzt noch relativ ausgiebig, also gerade jetzt auch auf der technischen Seite. Auf der Governance-Seite ist es tatsächlich, haben wir das weniger genau spezifiziert jetzt in dem Projekt Hanseblock. Ja, vielleicht sage ich mal kurz was dazu, Frank Bolten. Hallo zusammen nochmal. Thomas, das ist vielleicht hier ein Stück weit die falsche Runde, weil hier geht es ja eher um die technische Thematik. Wir haben im Konsortium sehr ausführlich diskutiert und sind eigentlich sehr klar zu der Meinung gekommen, dass das wieder eine typische Konstellation ist, wo beispielsweise auch Verbände oder Ähnliches sehr gut helfen können. Wir wissen auch, dass die Logistikinitiative beispielsweise auch durchaus interessiert ist, bereit ist, da auch zu helfen, die entsprechenden Partner zusammenzubringen. Also ich glaube, du hattest jetzt mehr die Thematik gemeint, okay, wie kriegt man eigentlich Traktion in das ganze Thema rein, ne? Genau, also ich hätte eigentlich sogar die zwei Aspekte. Zum einen, danke, ich sage jetzt aber mal Kevin, für das Thema Onboarding. Ich habe verstanden, quasi jeder Teilnehmer braucht noch eine eigene Node oder eigenen Knoten, der da betrieben werden muss. Und Frank, da können wir gerne auch nochmal separat sprechen, dann, wenn es wie Traktion quasi draufkommen kann. Mhm. Das ist eine vertriebliche, grundkonzeptionelle Thematik. Ja. Ich gehe da raus. Danke für die Antwort. Ein Element, das wir aber natürlich versucht haben, überall mit zu berücksichtigen, sind die ganz anfangs erwähnten niedrigen Einstiegshürden. Ne, also wir haben uns schon sehr, sehr viele Gedanken gemacht darum, wie denn jetzt auch das Ein-Mann-Unternehmen Teil eines solchen Netzwerks werden kann, perspektivisch. Das ist jetzt in der Pilotausgestaltung sicher noch nicht umgesetzt, aber wenn man das Projekt fortführt, dann gibt es dort zumindest schon auf der Roadmap Ideen, wie man dann dort die nächsten Schritte gehen kann. Oder zumindest, was die Anforderungen in diese Richtung sind. Wir haben hier noch eine Frage aus dem Chat an JC, denke ich mal, ob für SSI die Standards der W3C verwendet werden sollen. Genau, also genau diese Standards haben wir im Blick und die setzen wir eben auch in anderen Projekten ein. Das sind die beiden Standards Verifiable Credentials und Decentralized Identifiers. Rund um das Thema Self-Sovereign Identity, der Begriff ist so schön feststehend, aber es ist tatsächlich eine Sammlung an Standards, die auch immer weiter ausgebaut wird. Da muss man immer dann wirklich ins Detail reingucken. Die Grundlagen sind aber die Decentralized Identifier und die Verifiable Credentials und genau die haben wir da im Blick. Okay, super. Dann würde ich gerne noch mal ganz kurz zurückgehen zu dem, was in der Vorstellungsrunde gesagt wurde. Und da hatten, glaube ich, der Herr Logemann und der Herr Wittig recht konkrete Themen. Beim Herrn Logemann war das in Richtung Zollabwicklung und beim Herrn Wittig war das in Richtung Transportversicherung. Vielleicht können Sie aus Ihrer Sicht nochmal ganz kurz eine Einschätzung geben, ob und wie das jetzt Gesagte für Sie interessant ist, wo Sie jetzt ein bisschen mehr über Hanseblock wissen. Vielleicht Herr Wittig. Ja, vielen Dank erstmal, das war schon sehr interessant. Und für mich oder für uns ist halt nach wie vor immer interessant natürlich, wie kann man gewisse
Player im Markt miteinander zusammenbringen, wie kann man sie miteinander vernetzen und Sie haben in Ihrer Beispielfolie zum Beispiel das auch sehr schön dargestellt gehabt mit dem WaveBL zum Beispiel. Es gibt halt in unserer Wirtschaft viele, viele Schnittstellen, die entsprechend abgesichert werden müssen. Und da haben wir uns auf die Versicherungsseite irgendwann mal für entschieden und haben angefangen, halt eine Plattform zu bauen, mit der die Transportversicherungsverträge abgewickelt werden, wo halt in erster Linie Transportversicherungszertifikate ausgestellt werden, um nachweisen zu können, dass der Transportversicherungsschutz, so wie er dann im Kaufvertrag zugesichert worden ist oder auch teilweise, es wird er ja von den Frachtführern und den Spediteuren organisiert, dass der tatsächlich auch da ist, so wie man ihn gewünscht hat. Das halt abgesichert haben wir über eine Blockchain und ja, da aufgesetzt sind wir dabei, die Schadenbearbeitung in Angriff zu nehmen, dass dort halt auch die ganze Thematik rund um den Schadenbereich abgewickelt wird, alles aufgebaut auf dem Transportzertifikat, auf den Versicherungsbedingungen. Ich habe bei Ihnen auch schon das Stichwort KI gesehen. Das haben wir halt dort auch im Hintergrund, dass wir dass wir anfangen können, die Kunden automatisch hinzuweisen, welche Selbstbeteiligung gegebenenfalls zu berücksichtigen sind. Und das einhergehen sozusagen mit der tiefen, intensiven Compliance-Thematik, die die Versicherungswirtschaft heutzutage hat. Wir haben, wenn wir uns auf die Welt stürzen, unterschiedliche Versicherungssteuerthematiken. Wir haben Länder-Compliance-Regelungen. Wo haben wir lokale Versicherungspflichten? Das ist natürlich in Europa etwas noch leichter insgesamt zu handeln. Aber sobald wir die EU verlassen, wird es halt schon sehr spannend. Dann müssen wir gucken, dass wir den passenden Sachverständigen finden im Schadenfall. Das sind halt Dinge, die wir mit unserer Plattform bisher gelöst haben. Und wann immer quasi diese Compliance-Regeln dagegen verstoßen wird, wird halt der Faktor Mensch wieder gebraucht und kann sich dann das halt entsprechend anschauen. Das geht halt auch über Themen wie Sanktionen auf Güter, Sanktionen auf Personen, bis hin zu risikotechnischen Dingen wie Krieg- und Streiklevel, die aus der Versicherungswirtschaft vorgegeben werden oder auch die Überwachung von Maxima und Fristen. Solche Dinge haben wir dort bei uns mit eingepackt und können damit quasi unseren Kunden und Versicherern eine gewisse Sicherheit einfach bieten. Okay, Max. Da ist halt der interessante Punkt, wie kann man das gegebenenfalls miteinander anbinden? Wir sind vom System her mehr versichererfähig, also wir beschränken uns nicht auf einen einzelnen Versicherer, wir beschränken uns auch nicht auf einen Versicherungsmakler, sondern das System ist halt sehr stark skalierbar und bietet halt auch gleichzeitig die Möglichkeit für Kunden, die noch kein oder für Interessenten, die noch kein Kunden sind, on demand Transportversicherung einfach anzufragen. Was kostet mich das? Also ist auf jeden Fall auch, glaube ich, aus unserer Richtung interessant, weil wir das Thema Versicherungen und Einbindung von Versicherungsservices auf der Geschäftsmodellseite bei Hanseblock sehr intensiv diskutiert haben. Wir haben jetzt aber natürlich in dem Ursprungskonsortium niemanden aus der Versicherungswirtschaft dabei gehabt. Deswegen hat uns da sicher auch die notwendige die Fachkompetenz gefehlt. Aber das war auf jeden Fall ein Thema, was bei uns in der Integration für die Zukunft und Mehrwertservices auf jeden Fall auf der Agenda recht weit oben steht.
dann melde ich mal die RNV Krawack als Interesse an. Super, sehr schön, das freut uns natürlich. Ja, vielleicht besteht da die Möglichkeit, tatsächlich mit unserer Technologie und der Krawack als Risikoträger gemeinschaftlich zu schauen, ob es dort eine Schnittmenge gibt. Sehr schön. Ja, also wir sind für alle Gespräche offen. Sehr gut, dann sollten wir das im Nachgang mal in Angriff nehmen. Herr Logemann, Sie hatten am Anfang auch noch eine Schnittstelle geschildert in Richtung Zoll. Ja, genau. Ich kann ja mal kurz schildern, also bei uns ja. Wir betreiben eben ein Außenhandelsportal, mit dem sich elektronisch Zollanmeldungen an das Atlas-System, heißt das beim Zoll, das elektronische Anmeldesystem durchführen lassen. Und da müssen natürlich unter anderem auch Dokumente vorgelegt werden, aber es gibt in bestimmten Bereichen eben noch Originaldokumente, die dann auch original noch vorzulegen sind. Und da ist für uns natürlich interessant, diese Originaldokumente, also ein BL ist ja schon mal zur Sprache gebracht worden, oder Zertifikate sind da auch interessant. Da haben wir eben auch Bestrebungen mit unseren Kunden, möglicherweise ein System zu schaffen, mit dem man über die Blockchain gesichert eben auch nachweisen kann, dass man im Besitz eines Originaldokuments ist und dass man gegebenenfalls auch den Eigentumsübergang eines Originaldokuments dann von A nach B auch nachstellen kann. Ich habe tatsächlich noch zwei Fragen auch zu dem Vortrag. Also der Austausch, also ein wesentlicher Punkt von Blockchain ist ja auch die Dezentralisierung der gesamten Prozesse. Wie die Metadaten ausgetauscht werden, das ist mir noch nicht ganz klar. Ich habe das PDF, was im Chat gelistet wurde, auch schon mal aufgerufen. Das habe ich jetzt nur mal überflogen. Die Frage wäre für mich, planen Sie dann eigene Nodes, die dann auch diese Metadaten dann austauschen können? Das wäre eine Frage. Oder ist das noch in der Konzeptionsphase? Und eine zweite Frage wäre, wenn das jetzt, Sie haben ja ein Ethereum-basiertes System jetzt anscheinend ausgewählt. Wie sieht es da eigentlich mit, oder möglicherweise geht das technisch schon zu weit, mit Chain-Splits aus? Also wenn die Chain mal auseinandergeht, wer ist dann eigentlich, und wer entscheidet dann schlussendlich, in welche Richtung es weitergehen soll? Ethereum Classic und Co. ist natürlich da. Irgendwie. Also ich beschäftige mich selber seit 2014 mit Blockchain-Techniken und man hat dann doch schon einiges gehört, wenn man etwas länger dabei ist. Also vielleicht zum Thema Forks. Das war jetzt etwas, was auch im Hanseblock-Projekt Thema war, aber schon eher ein exotisches Thema. Also wir haben es dann immer so abgedeckt, dass solche Fragen eigentlich immer im Rahmen der Governance behandelt werden würde, weil wir eben davon ausgehen, dass diese Blockchain von einer Organisationsstruktur betrieben wird, in der alle Hanseblock-Teilnehmer oder alle Blockchain-Teilnehmer eben auch repräsentiert sind, sodass man das, ja, ich sag's mal euphemistisch, so auf Face-to-Face-Ebene lösen kann und das jetzt nicht unbedingt direkt in der technischen Lösung abbilden muss. Das war da immer so unser Ansatz. Vielleicht zu den Metadaten, das habe ich noch nicht ganz verstanden. Welche Art von, an welche Metadaten hatten Sie da gedacht? Ja, also die Geschäftspartner und die Wareninformationen und so weiter, haben Sie ja gesagt, die sind in Metadaten dann gespeichert und ich werde dann irgendwie Hashwerte dafür bekommen, die ich auf der Blockchain ablege. Aber wie tausche ich denn diese Metadaten zwischen den Teilnehmern dann schlussendlich aus? Ach so, nee, diese Metadaten, da haben wir vielleicht ein unterschiedliches Verständnis von dem Begriff. Also mit Metadaten haben wir in der ganzen Privacy-Diskussion eigentlich immer gemeint, was für Informationen können uns zum Beispiel die Absender einer Transaktion, die Zeitpunkte einer Transaktion geben. Also das meinen wir mit Transaktions-, also die Metadaten sind im Prinzip Transaktionsmetadaten, nicht unbedingt Metadaten, die so, okay, jetzt den Transportprozess meinen. Und da war eben unser Interesse, A, was kann man daraus ablesen aus diesen Transaktionsmetadaten und B, wie kann man die dann möglichst von den Transportbeteiligten trennen? Okay. Ja klar, Metadaten, Entschuldigung. Bitte mal. aber dann wäre es interessant, wie man die
die Vorgangsdaten dann tatsächlich miteinander austauschen. Genau, und die Vorgangsdaten werden über Kommunikation zwischen den verschiedenen Nodes über ganz einfache REST-APIs okay. Ausgetauscht. Und das ist eben auch tatsächlich das, was wir in der Zukunft gerne über Bitkom oder also SSI-basiert eben abbilden würden. Okay. Jesse, möchtest du noch was ergänzen, weil du Ich überlege gerade, also ich glaube, eigentlich wurde alles dazu gesagt. Wir haben eben diese APIs, die betrieben werden von den einzelnen Beteiligten. Das heißt, sie sind selber dann auch in der Hoheit über ihre Daten. Und die Blockchain wird vor allen Dingen zur Signalisierung und zur Konsistenzsicherung genutzt. Also mit Signalisierung meine ich, neuer Zustand ist verfügbar zum Beispiel. Und die Teilnehmer, die wissen, dass sie auf eine bestimmte Stelle auf der Blockchain schauen müssen, die sehen dann entsprechend, es ist ein neues Datum, steht zur Verfügung und ich kann dann die entsprechenden API-Calls machen, um die Daten zu holen, um Austausch zu treten und dann auch selber mit den Rechten, die ich habe, einen neuen Zustand auf die Blockchain zu schreiben. Super, vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Hier keine Meldung mehr. Gut, für eine komplette Feedbackrunde haben wir jetzt leider aufgrund der fortgeschrittenen Zeit keine Zeit mehr. Gibt es einen Teilnehmer, der noch etwas in unsere Richtung loswerden möchte, der entweder sagen möchte, ja, finde ich super, Hanseblock 2.0 interessiert mich oder das adressiert eines meiner Geschäftsprobleme. Gibt es da noch irgendwas aus Ihrer Richtung, was Sie uns als Feedback mitgeben können oder möchten? Oder etwas, was jetzt heute noch gar nicht zur Sprache gekommen ist, was Sie vielleicht aber auch noch interessiert? Nein? Vielleicht ein kurzes Feedback von mir. Also ich finde es wirklich sehr sensationell sozusagen, wie stark Governance, Datenschutz, rechtliche Probleme schon architektonisch hier berücksichtigt worden sind. Also wenn man sich, ich schaue mir viele Blockchain-Projekte an und bewerte die auch für Mandanten und meistens kommen die viel zu spät, wenn schon Sachen so in Stein gemeißelt sind, dass sie eigentlich nicht mehr aus rechtlicher Sicht gekittet werden können. Deswegen finde ich es hier wirklich sehr ganz hervorragend, wie an was für einer, in was für einem frühen Stadium das alles adressiert worden ist. Also finde ich ganz toll. Vielen Dank, das freut uns. das ist super Feedback. Danke sehr. Gut, dann sind wir jetzt ehrlicherweise auch schon am Ende angelangt. Wenn sich im Nachgang noch Fragen ergeben, können Sie uns natürlich gerne kontaktieren, entweder direkt oder über die Logistikinitiative. Die Personen, die jetzt ja schon Interesse an näherem Austausch signalisiert haben, die würden wir natürlich im Nachgang auch nochmal kontaktieren und auch versuchen zusammenzufassen, oder zusammenzubringen. Die Unterlage bekommen Sie natürlich von uns auch nochmal zugeschickt. Vor dem Hintergrund bleibt mir eigentlich nur, mich zu bedanken für Ihre Teilnahme, mich zu bedanken bei den Vortragenden. Vielen Dank, dass ihr da, auch bei allen anderen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Thomas, Jan, vielen Dank für die Organisation. Und wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit im Projekt. Wir werden das, glaube ich, im März, April nächsten Jahres komplett abschließen. Richtig, Thomas? Ganz genau, wir haben noch eine Verlängerung jetzt für einen Teil unseres Konsortiums bis Ende März und da werden wir sicher auch die Zeit nutzen, um das, was wir heute nochmal gelernt haben und die Kontakte und Ideen für Kooperationen noch irgendwie tiefergehend zu besprechen und anzugehen. Das genau. Schaffen Super. Wir dann, glaube ich, gut im ersten Quartal. Sehr schön, so werden wir das machen. Ja, dann vielen Dank an alle Teilnehmer und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Danke sehr. Danke auch. Danke schön. Vielen Dank. Danke. Danke.